Umgang mit Leichtsinnigkeit anderer. Vielleicht hast du in deiner Umgebung jemanden, den du als leichtsinnig empfindest. Leichtsinnig heißt ja leicht und Sinn. Sinn steht hier für Denken und Fühlen, steht für den Geist. Leicht heißt leicht. Leichtsinnig kann ja auch etwas Schönes sein. Leichtsinnig heißt natürlich auch, sich oder andere schnell in Gefahr zu bringen. Leichtsinnigkeit kann Scheitern verursachen. Aber Leichtsinnigkeit verleitet auch Menschen, Dinge zu tun, die nicht so alltäglich sind. Ein leichtsinniger Mensch ist oft nicht mutig, er weiß gar nicht, dass er etwas tut, was nicht so, was ziemlich gefährlich ist. Aber so bringt er das ein oder andere zustande. Wenn du einen leichtsinnigen Menschen um deine Umgebung hast, dann schaue mal, was er so alles macht. Vielleicht kommt die eine oder andere gute Sache raus. Und vielleicht musst du manchmal schnell eingreifen, wenn der Leichtsinnige sich und andere in Gefahr bringt. Aber sei dir auch bewusst, unterschiedliche Menschen sind unterschiedlich. Es ist gut, dass es die Vorsichtigen gibt. Es ist gut, dass es die Ruhigen gibt. Es ist gut, dass es auch die Leichtsinnigen gibt und die Mutigen.